Ja, ja, Flobert, jetzt weißt du auch, dass wir dich insgeheim eigentlich hassen. Das war so die Session, in der wir es sagen wollten. Ja, wir wollten es dir halt jetzt so indirekt sagen. Wir haben, deshalb haben wir auch wir gehofft, dass du als letztes Content, dran bist. Wir wollten erstmal unseren Content hier rausziehen und jetzt lernen wir uns nicht mehr. Ich bin dann nämlich jetzt auch weg. Wir hören uns. Tschüss. Ja. Bye. Es war eine geile Zeit. Ja, ich habe kurz das Fenster zugemacht. War was? Ja, natürlich. Nee. Ja, du bist das Fenster zumachen gegangen, damit du dir dein Tempo holen kannst und deine Nase putzen kannst, weil du so traurig warst. Ja, ich bin echt traurig. Deshalb läuft deine Nase nämlich auf. Ich war wirklich traurig, dass ihr nicht gekommen seid. Nee. Ja, ihr könnt euch doch sonst immer selbst einladen. Niemand will mit euch aufnehmen und trotzdem seid ihr hier. Okay. Oh, okay. Entschuldigung. Ist doch, ich glaube, ich fahre demnächst irgendwann zu Flobert und dann spucke ich einfach nur vor ihm auf den Boden und fahre wieder zurück. Rappe! Downey, wenn wir beide uns sehen, dann werden wir uns in den Arm nehmen, glücklich weinen und wieder irgendwelche tollen Saufabende erleben. Naja, was für Sauf? Ich weiß von nichts. Ich weiß von nichts. Ich habe noch tatsächlich Aufnahmen. Also ich wäre jetzt wieder mein Freund, Downey, an deiner Stelle. Scheiße, der erpresst mich, Downey. Okay, habe ich wenigstens auf Video, dass der mich erpresst. Immerhin etwas. Ja, das gebe ich offen zu. So, wem gehört das Wii-Schuh? Ich coache dich, Bro. Warum welcher Schuh? Warum? Armes Wii-Schuh. Ja, man fragt sich, warum der welcher Schuh heißt. Mach's gut, Fisu Ibarsch. Bis demnächst. Wir sehen uns in einem wundervollen Spiel, wo die Grafik so gut aussieht wie in Minecraft. Findet ihr auch, dass Grafik das Allerwichtigste an einem Spiel ist? Ja. Sehr gut. Ja. Oh, der Simulator. Oh, der hätte auch was haben können, um das zu annullieren. Ja. Hey, ich habe Redlichkeit. Nee, hast du nicht. Wieso heißt der nicht Hisui Fukano? Ja, halt wirklich, wie heißt der? Wie heißt der Grolite? Weiß ich nicht. Ich hab den eigentlich so genannt. Na gut. Guten Freunden gibt man ein Küsschen, Freunde, oder? Ja, cooles Küsschen. Und den Freunden, die ihr welcher Schuh nennen, das ist ein böses Küsschen aber gewesen. Warum welcher Schuh, Present? Wirklich? Oh nein, das ist ein Schuhvieh, lauft! Oh Gott! Ach du Scheiße! Nicht ein Schuh! Das ist das beste Team ever. Och nö! Ich bin aber ehrlich, ich find's echt ein bisschen witzig. Jetzt finde ich den ersten Spitznamen gut, es tut mir leid, ich nehme alles zurück. Okay. Jetzt finde ich's witzig. Ich fand es ist einfach so random. Ich finde das Theme an sich nicht witzig, aber was Downey gerade draus gemacht hat als Komiker, fand ich sehr gut. Hey! Den wollte ich töten. Nee, verdient. Max ist derjenige, der es nicht lustig fand, der muss erstmal leiden. Na, sehe ich aber den Punkt tatsächlich. So wähle ich meine Ziele auch immer aus. Ey! Naja, das war komplett speziell defensiv. Rolite, das danke für nichts. Könnt ihr mich bitte töten? Ich habe das Gefühl, ich habe hier ein zu gutes Set. Ich habe gehofft, dass es einfach am Anfang weggeballert wird. Ja, wird mega weggeballert. Ja. Wie du siehst. Auch gerade. Hier ist Zippy, der wird läuft richtig gut. Ich sag's, Nibel und Fukano auf die absoluten Gefahren. Ich bin ehrlich, ich hatte kurz die Hoffnung, dass Zippy ein Elektro-Pokémon ist. Nee, hätte ich jetzt gerade Alter, Flo? Hast du etwa ein Hisui-Fee? Wow, Present, dass dir das aufgefallen ist. Das ist echt toll. Warum heißt es dann Grolite? Es ist ein. Warum heißt es Grolite? So heißt die Hisui-Form von Fukano tatsächlich. Die übrigens super hässlich ist, muss ich mal sagen. Nein, das ist halt auch einfach lost. Also wirklich lost. Schreibt jetzt in die Kommentare, wie ihr die Form findet. Was ist eure Lieblings-Hisui-Form? Maxi, wie stehst du zu Fukano? Ist mir relativ egal tatsächlich. Ach, Mann. Dieser Mensch. Ich hoffe einfach nur, dass die Entwicklung besser aussieht. Ja. Ich glaube, die Entwicklung wird nice. Die Entwicklung wird richtig geil aussehen. Aber Fukano ist Trash. Ja, aber Leute haben auch gedacht, dass die Entwicklung von Flamio geil aussehen wird. Ich mag Fuego, aber das war nicht das, was ich erwartet habe. Mizunda doch mega geil. Mizunda mega der Geile, das ist richtig. Habt ihr die ganzen coolen Artworks gesehen von Hisui Fukano? Ja, aber das ändert ja nichts daran, wenn das Pokémon an sich scheiße aussieht. Nee, sieht ja immer noch richtig krass aus. Ich meine, stopp, hast du schon ausgewählt? Okay, ich hasse ihn immer noch. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich mag den mega, bevor du mich tötest, aber ich töte ihn nicht einfach. Oh mein Gott, strategisch einfach 3 Millionen hätte diesen Move eingesetzt. Aber es ist erst. Nee, kommt jetzt Guillotine von dir? Nee. Tarnsteine. Oh mein Gott, die sind tot.
Ach, die sind einfach Scheiße. Weg. Die haben verloren. Die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Das war's mit dem Ritt. Krank. Ey, das ist wirklich Kacke jetzt. Was soll das? Ernsthaft? Okay. Ja, der lebt das noch ganz gut. Ich versuche gerade zu erkennen, was genau daran der Schuh ist. Da ist kein Erkennschuh. Du hast nicht mal ein Schuhthema. Du kaputt. Ja, du musst ja schon durchziehen. Aber und dann macht ihr euch drüber lustig und dann sag ich so, ich bin ehrlich, du hättest auch einfach einen Mon nehmen können, das einfach nur so Füße hat und hättest gesagt und hättest ihn dann Barfuß genannt. Aber mal Real Talk, ich könnte mir super gut Miesel-Hausschuhe vorstellen, wo du so deinen Fuß reinsteckst. Das sehe ich tatsächlich. So richtig flauschige für den Winter. Ja, warum hast du es mir nicht so erklärt, Present, dann hätte ich dir gesagt, okay, sehe ich ein. Sicher ein. Durchaus. Ja. Oder du hättest auch sagen können, das sind die Hermes-Schuhe, weil der hat ja auch so Flügelein. Na gut. Was habt ihr gegen den Hizu-Barsch? Weiß ich nicht. Der ist ja kein Vulcano. Ja, das sehe ich. Ja, der ist ja, halt auch ein geiler. Ne? Ach, Maximilian von Vogel, wieso sind Sie so ein Mensch? Oh, scheiße, pass auf, Maxi, der hat deinen vollständigen Namen gesagt. Der hat Maximilian gesagt. Jetzt würde ich mich gelegt. Hinsetzen ja, und vorsichtig sein. Ich glaube, er ist traurig, dass ich seine Überreste negated habe. Ich bin gerade mega verwirrt gewesen, weil ich habe verstanden, ich muss saufen und nicht, ich muss laufen. Okay, muss ich erst drastische saufen. Maßnahme, aber na gut, saufen, kann ich irgendwie nachvollziehen. Morgens, mittags, abends, wir wollen saufen. Ich war gerade sehr verwirrt von dem Namen, weil der so kryptisch aussieht für einen Pokémon-Namen, aber... Ja. 30% sind halt 30%, ja. Ja, deswegen hat der Flammsturm ja auch gebaut. Der hat beide nur noch ein Pokémon, das ist ja ein bisschen unangenehm. Ich glaube, wir haben alle nur noch ein Pokémon, außer du. Oh nein. Ich werde schwierig, oh Mr. Flabbe. Oh nein. Das wird mich jetzt erwischen, oder? Oh no. Nein, nicht meine 30%! Oh no. Stark. Oh no. Schon mal Vorbereitung. Und das Problem ist, die 30 ist dein stärkster Move. Ja. Ich hätte dich einfach siedewassern sollen. Daniel, das Traurige ist, vor allem die 30% werden einfach gar nicht triggern. Ja, weil der Arc-Gadget eingesetzt hat. Nee, weil wir alle eine Statusveränderung haben. Ja, wir haben alle eine Statusveränderung. Ja. Deswegen werden die nicht triggern. Das heißt, 30% sind gerade gar nicht 30%, sondern 30% sind gerade 0%. Lost, oh mein Gott. Richtig lost. Oh mein Gott. Sie haben die Starter der Koro geleakt. Flubbert hat gerade Dinge gesagt, die mir zu hoch waren, ehrlich gesagt. Ja, ich bin auch nicht mitbekommen. Ich hab's einfach akzeptiert. Na gut, dann seid ihr. Ey! Was denn? Lass es! Lass es! Lass mich in Ruhe! Lass es! Jeremy! Pascal. Nee, ich glaube, Flo hat das tatsächlich... Verhext! Flo hat das taktisch klug gemacht, denn jetzt müssen Maxi und ich uns gegenseitig angreifen und deswegen hat er dich gekillt. Ah, du meinst das machen, was ich die ganze Zeit schon mache? Ja. Taktisch ist bisher klug, jetzt noch nicht so krass gewesen, was du da erreicht hast. Ja, ich richtig. Weiß, aber ich sag, das hier ist kein Sprint, das jetzt ist ein Marathon. Jetzt kommt Hisui Wasch. Was geht? Wasch? Ja, Hisui Wasch. Rotom. Hi! Ja. Öfter hier! Das ist die Waschform von Hisui. Die Hydropumpe. So, seid ihr bereit? Ich hab gehört, man hier kann hier gut paraflinchen. Oh nein! Kopf. Oh, yeah. Oh nein! Ich hoffe, du spielst einfach Sheer Force und kannst gar nicht flinchen. Oh, das ist, glaube ich, wirklich Sheer Force. Ich glaube, das ist wirklich Sheer Force. Aber ich para halt. Jetzt. Pass auf. Ihr bist geparat. Na, schade. Ja, schade. Weil ich lebe das ja. Oh. Ja, klar lebst du das, hä? Jetzt bin ich gespannt, wie das hier aussehen wird. Ja, na klaro. Wird Dumiesel das schnellste Pokémon auf diesem Planeten sein oder nicht? Natürlich. Ich glaube auf diesem Planeten nicht. Doch. Hm, das weiß ich nicht. Bitte kein Disconnect jetzt? Dankeschön. Dankeschön. Kannst du mir gerade was anderes beweisen, Downy? Ja. Ich hatte da hast du Feuerfänger? Ich? Hm? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Probier's doch einfach mal aus. Na komm, let's go. Ach du Scheiße. Nee, ich will leben. Aber ich booste deine Feuerattacken. Das könnte okay sein. Ja! Ja, let's go. Lecker, Feuerfänger. Let's go, mach ihn kaputt. Jo. Oh ja, der macht den echt kaputt. Oh ja! Nein, es war kein Crit, das war Damage. Dann bringt dir dein Hochhallen aber auch nichts mehr, Pressbird. Jungs. Jetzt ist die Frage, wer hat geparat. Während er gegönnt hat, Jungs. Ich bin jetzt auch mal. Wir können das beide gewinnen. Greif mich an mit Hitzewelle. Wir können das wirklich beide gewinnen. Wir können das beide machen. Oh. 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 Oh.
Oh. Alter, du Miesel ist immer noch unter uns. Es gibt übrigens eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt bis ans Ende der AP passiert. Danke, Max. Wir verlieren keine AP. Das wollte ich wissen. Ja. Oh, dann kann es sein, dass wir für immer jetzt hier festhalten. Ja, oder halt 20 Minuten. Oder ich treffe halt einfach. Oder du triffst einfach den Hyperstrahl, das geht natürlich auch. Ich glaube, das killt. Schade, Flamara. Nein, ich glaube. Oh, was? Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein 150er Move. Hast du davor den Hitzewellen-Damage auf deinem Roll? Downy, das war Ironie. Ja, ich bin ehrlich, deine Stimme war so monoton, dass ich das nicht rausgehört habe. Aber dann war es gute Ironie. Present in Calculator-Quiz einfach reinscheißen. Ich sag, Present hat das Ironie-Game gerade gewonnen gegen Downy und deswegen ist er auch der Sieger dieses FFAs. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Ich bin sowieso als erstes rausgeflogen. Danke, Herr Flobertus.